Du meine Güte, das ist knapp. Es kommt auf Zentimeter an. So, jetzt biegen die Autos hier ein. Es fängt schon an. Da ist schon ein Stau. Es geht schon los. Wir sind also unter Zeitdruck. Er staut sich bis nach hinten. Trotzdem biegen die Autos weiter hier ein. Schau. Ah, ich höre schon vereinzeltes Hupen. Die Schlange geht schon ums Eck und sie kommen immer noch. Nervt euch das Gehupe nicht? Nein, manchmal fragt mich mein Kollege, ob ich etwas höre, aber ich höre nie etwas. Schaut euch das an. Der hat wohl sein Taxi eingefettet, bevor er hierher kam. Die Müllsäcke werden nicht nur eingesammelt, sondern auch ausgeladen. Nachdem es im innerstädtischen Bereich keine Müllhalden gibt, müssen sie über eine der Brücken zu einem Zwischenlager gefahren werden. Davon gibt es 10 in der Stadt und 7 in New Jersey. Dort wird der Müll zusammengepresst und dann zu Müllhalden in andere Bundesstaaten befördert. Doch der Transport auf der Straße kostet Benzin, Mautgebühren und verursacht Abgase. Deswegen probiert die Stadt bei ihrem neuen Zwischenlager auf Staten Island eine günstigere Alternative aus. Hier laufen täglich 800 Tonnen Müll durch. Jedes Zwei-Mann-Team lädt hier ungefähr 10 Tonnen pro Fuhre ab. Sie lassen den Müll einfach hier auf den Boden fallen. Täglich sind das 80 bis 100 Laster. Sobald der Müll auf den Boden fällt, beginnt der Kampf gegen die Uhr. Um den örtlichen Gesundheitsvorschriften zu entsprechen, muss der Abfall binnen 24 Stunden weggeschafft werden. Sonst drohen sehr hohe Geldstrafen. Es ist erstaunlich sauber hier. Wie schaffen Sie es, dass dieses Lager nicht zu einer Müllhalde verkommt? Der Boden hier wird jeden Abend gründlich gesäubert. Am Abend muss hier also alles glänzen. Man würde nicht vermuten, dass hier Müll herumlag. Das große Müllwegzaubern beginnt mit Schaufelladern, die den Abfall zu riesigen Hügeln auftürmen. Von dort fährt er auf einem Förderband nach oben und fällt dann in eine Presse. Das sind die Pressen? Das sind die Pressen. Hier sollte man sich wohl nicht aufhalten. Uns passiert nichts. Sie sehen gewaltig aus und schaffen 18 oder 19 Tonnen. In der Kabine ist der Anlagenführer. Er kontrolliert die Förderbänder. Das ist wie bei einem Videospiel. Und ab und zu drückt er den Knopf, um den Müll zusammenzupressen. Ist das eine große... Hydraulische Ramme. Hydraulik hat es euch wohl angetan. Der Müll wurde zu 18 Tonnen schweren Würfeln zusammengepresst, in Schiffscontainern versiegelt und auf einen Zug geladen, der zu einer Müllhalde in South Carolina unterwegs ist. Durch die Umlagerung auf die Schiene gibt es jährlich 100.000 Lastwagenfahrten weniger. In 20 Jahren soll der gesamte Müll von New York per Zug oder Schleppkahn aus der Stadt befördert werden. So viel zum Thema Müll von New York. Das ist der letzte Halt. Er wurde aufgesammelt, zu einem Zwischenlager gebracht und auf einen Zug geladen. Und da fährt er hin. Sie werden schockiert sein, wenn Sie sehen, wie viel Müll auf diesen Halden landet. Aber nennen Sie sie nicht Kippen. Es sind verborgene Schätze. Jetzt waren wir also unterwegs mit den Stärksten von New York, um den Müll von der Straße aufzusammeln. Aber wohin kommt er, wenn er sortiert und weggebracht wurde? Seit 1948 landete der meiste Müll von New York hier. Ich bewege mich auf einem der größten Bauten, die je von Menschenhand geschaffen wurden. Es ist die Fresh Kills Deponie. Sie nimmt 6% von Staten Island ein, 8,9 Quadratkilometer. Bevor man sie mit Erde abdeckte, hatten sich hier 108 Millionen Tonnen Müll angesammelt. Mit Lastwagen und Schleppkähnen wurden hier täglich über 13.000 Tonnen Müll verladen. Fresh Kills wurde höher als die Freiheitsstatue. Man konnte sie sogar mit bloßem Auge aus dem All erkennen. 2001 wurde die Deponie geschlossen. Die Stadt musste daraufhin ihren Müll zu anderen Halden befördern. Und so eine schaue ich mir jetzt an.
Es gibt dort keine genetischen Mutationen, oder? Nein, nicht in den heutigen Deponien. Sie sind sehr sicher. Moment, heißt das, dass in alten Deponien... Ja, alte Müllhalden von früher. ...waren ein Problem? Ja, wer weiß schon, was damals mit ihnen gemacht wurde. Wo sind wir jetzt? Wo fahren wir hin? Wir fahren auf einer geschlossenen Deponie, die vor 20 Jahren mit Ton überdeckt wurde. Ganz schön groß. This is huge. Ja. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ihr grabt ein Loch, füllt es mit Müll und legt Erde obendrauf. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Du machst es dir ein bisschen zu einfach, Daniel. Es ist viel komplizierter. Es fließt viel technisches Wissen in die Deponien, damit wir die Umwelt schützen und den Abfall sicher lagern können. Ich lag also falsch. Das Errichten einer modernen Deponie bedeutet mehr als eine Ladung Müll abzusetzen. Es funktioniert so. Zuerst muss man ein geeignetes Terrain finden, ohne Oberflächenwasser und mit der richtigen Mischung aus Erde und Grundgestein. Man kann so tief graben, wie man will, solange man knapp einen Meter über dem Grundwasserspiegel bleibt. Dann muss man den gesamten Boden und die Wände mit Ton auskleiden. Jetzt wird es komplizierter, denn danach muss man ein Röhrensystem installieren, das das Sickerwasser aufnimmt. Das ist das Müllwasser, das sich bei der Zersetzung am Boden bildet. Abdichtmaterial soll schließlich das Absickern des Mülls in die Erde verhindern. Mit dem Material legen wir den Boden aus, bevor der Müll reinkommt. Ah, das liegt also unter dem ganzen Abfall. Richtig. Die erste Schicht kommt direkt auf den natürlichen Ton 60 mm dick. 60 mm? 60 mm. Das hört sich nicht so dick an. 20 mal dicker als die Abdeckung eines Swimmingpools. Mhm. Und es ist ein sehr starkes Material. Auf dieser Schicht fungiert eine tonähnliche Substanz, Bentonit, als Versiegelung. Könnten sich lange Stangen oder Ähnliches nicht doch da durchbohren? Selbst wenn wir ein Loch in der ersten Schicht hätten und es könnte Flüssigkeit durchsickern, würde der Bentonit aufquellen und das Loch abdichten. Das alles zusammen bildet unsere zweischichtige Deponie. Das ist also nur ein großer Müllsack, der dieser Halde zugrunde liegt. So kann man es auch sehen. Ist man mit der Abdichtung fertig, füllt man das Ganze mit einem guten halben Meter Sand zur Entwässerung, fügt einige Geräte hinzu, die das Grundwasser überwachen, um sicherzustellen, dass kein Dreck hineingelangt, und füllt das Ganze mit Müll. Was war das denn? Das war ein Schreckschuss für Möwen. Wir wollen keine Möwen über unseren Köpfen kreisen sehen. Werden die Vögel getroffen? Nein, das sind nur Platzpatronen. Es soll sie von der Deponie wegscheuchen. Mich scheucht's auch weg. Diese Walzenzüge verteilen den Müll und pressen ihn zusammen. Sie walzen mindestens dreimal über jedes einzelne Teil, denn man will die Deponie so lange wie möglich nutzen und keine neuen bauen. Ich mache dasselbe mit meinem Mülleimer, nur benutze ich meinen Fuß. Wir wollen größtmögliche Dichte erzielen. Größtmögliche Dichte. Das hier ist Bob mit seinem Monster. Hallo. Zeig uns doch mal einen Wheelie. Das schaffen wir heute wohl nicht. Du bewegst dich also vor und zurück, bis alles richtig reingedrückt wurde. Und woher weißt du, wann du fertig bist? Dafür haben wir GPS. Die Farben auf dem Monitor zeigen uns die Dichte. Es fängt an mit Rot und Gelb, dann geht es runter in den grünen Farbbereich. Bearbeitest du dieses Areal, so ändern sich die Farben ständig. Wenn es grün ist, hat man die maximale Dichte erreicht. Also betrachtet man das Ganze aus der Vogelperspektive und sieht, was die Walzenzüge bisher geleistet haben und wie viel bereits gepresst ist. Richtig. Ist es bequem hier drin? Wunderbar. Man sitzt hier drin fast wie...